Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Auf dem Weg zum Umkleideraum. Wir spielen immer noch, oder mal wieder. Ja, mal wieder. Nach längerer Zeit. Wolfenstein, The New Colossus. Uns fliegen hier auch die Granaten schon um die Ohren. Und die fiesen Nazi-Mechaniker in Unterhemden. In Unterhemden. Unterhemd. Laufen uns hier hinterher. Jetzt überrennen wir die einfach. Ich habe überhaupt keine Lust, hier von diesem Laser ständig irgendwie geschmort zu werden. Ja, ich habe es davor schon mal probiert. Aber der Beginn war wirklich so dermaßen lausig und kläglich, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich pfeife drauf, mache einen Neubeginn und der gelingt extrem gut. Ich dachte mir, okay, wirf du einfach mal etwas Hirn an, ja? Und Taktik und Aim. Ja, krass, wie viel kommen denn von euch? Das ist ja der Hammer. Und diese Unterhemd-Twins da, die gehen mir richtig auf den Sender, Freunde. Kann ich hier durchschießen? Sehr schön. Herrgott. Jetzt müssen wir nur warten, bis wir voll heilen. Sag mir nicht, dass ich nicht weiter voll heile, aus bis auf 20. Das wäre nicht stabil. Ah. Hi. Das ist natürlich blöd, wenn sich hier der Kommandant einfach zeigt. Okay, also ich glaube, hier geht einfach mal keine Gefahr mehr aus. Ja, es war echt so ein stationäres Geschütz. Das ist eine echte Frechheit. Was für ein Ding. Da hätten wir natürlich auch in jedem Falle den Kürzeren gezogen. Von dem her, das war die beste Lösung, die wir hier gewählt haben. Aber wir hätten ja natürlich auch auf den Feuerlöscher schießen können. Das hätte ein wunderschönes Feuerwerk zur Folge gehabt. Und hier haben wir eine neue Enigma-Karte. Hier seht ihr den mit Headset bewaffneten Kommandanten des Regimes. Jetzt tanken wir erstmal auf, was Munition angeht. Unser Leben sagt, ja, es sagt einfach, es sieht bescheiden aus, aber wir sind stabile Jungs. Und wir kriegen das schon hin. Da habe ich eigentlich wieder für einen Blödsinn. Aber hier, Leute, hier sind nicht nur 40 Leben, noch mehr Leben, und noch mehr, und noch mehr, und sondern hier ist eine Powerbank, meine Freunde. Oh, ich hatte schon, oh. Ach, ich hatte, oh nein, ich hatte die Imba-Waffe. So, und jetzt nehmen wir nämlich unser Mini-Kraftwerk, dessen Name ich jetzt ehrlich gesagt total vergessen habe. Asche auf mein Haupt. Tut mir sehr leid, aber ja, wir nehmen unser Kleinkraftwerk. Und jetzt geht's ab. Ich habe gesagt, jetzt geht's ab. Jetzt kommt endlich ihr verflixten Gegner. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Meine Lebensenergie wird bald wieder schrumpfen. Gegen mich tüten. Ist hier lang. Ah, da lag was. Da lag was. Stopp, 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 stopp. Halt, stopp. Doch, hier. Hier sind wir runtergegangen, oder? Wir sind runtergefallen. Nicht gegangen. Ja. Sieht doch vielversprechend aus, oder nicht? Dann auf jeden Fall noch. Ui. Wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? Gibt's bestimmt noch. Hier sind wir doch im Waschraum, oder? Ist das der Waschraum oder was? So was habe ich jetzt überhaupt, das verdammte Ding hier geladen bekommen. Voller Vorfreude und nicht das Außerbetrieb in wunderschönem Hochdeutsch und halber Schreibschrift. Hier noch was zu entdecken. Was haben wir hier? Über den Level verlassen, jetzt stelle ich nicht so an. Wiring Diagramm. Also ein Schaltplan nennt sich das, glaube ich. Ansonsten haben wir alles. Was ist hier? Ah, hier sind wir zu sehen. Die mögen uns nicht. Wir sind gesucht. Okay. Ist uns egal, wir verlassen das Level und schauen uns die Zwischensequenz an. Gut gemacht, Blazkowicz. Komm! Alle sind versammelt.
einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Liebling, nimm dir so viel Zeit wie nötig, aber geh irgendwann bitte zu Seth in die Werkstatt und lass dich untersuchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Und ich esse besser was, bevor ich umkippe. Oh. Seth, er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Ja, dann gehen wir mal zu Seth. Immer. Sehen wir einen sehr detaillierten Schlafplatz. Sieht ziemlich cool aus. Und mal Wiedervereinigung. Suche Seth. Was steht hier noch? Sechs Enigma-Codes sind verfügbar. Wo können wir die Enigma-Codes eigentlich einsetzen? Okay. Das ist unser Fortschritt. Extras. Extras. Gar nichts. Lesbares. Das haben wir alles, habe ich vorgelesen. Gibt noch deutlich mehr zu entdecken. Ah, Enigma Codes. 6 von 10 und dann bekommen wir irgendwas, glaube ich. Ja. Genau, also. Dann machen wir uns mal auf. Hauptquartier. Wiesenau-Widerstand. Wir sind immer noch in der Hammerfaust, die wir uns gemobst haben. Müssen wir überhaupt hin, bevor ich jetzt so blind links in der Gegend rumstiefel. Es wird Zeit. Max, hey Max, guck nicht so. Haben wir hier? Eine Star-Karte. Peter Gully. Rückseite gibt's nicht. Aber so ist okay. Das nun mal. Das lohnt sich hier wohl sterben, ein wenig hinter die Kulissen zu schauen. Und wir haben kein Futter und mehr. Nur noch für Menschen. Kein Schweinefutter. Maxas! Maxas! Max! Maxas! Okay, Max! Okay! Das Schweinchen bleibt am Leben. Süß. Und jetzt guck nicht mehr so traurig. Aber weniger süß. In Ordnung. Was ich meine, das Schwein. Wenn du willst, kannst du fröhlich sein, Max. Lächeln. Hey! Was für verrückte Kollegen ich doch habe. Die halten sich hier Hausschweine. Hier waren wir. Ist hier noch irgendwas? Hier sind wir, glaube ich, auch schon in der Werkstatt. In traurigen yes. Zeiten. Sigourney-Engel. Mögen Sie Musik, Herr Blazkowicz? Die Käfer. Wow. Das ist auch die Beatles. Ach, du Schande. Jetzt Notiz. Bezüglich Carolines Motorrüstung. Diese Rüstung, die Caroline trägt, ich muss zugeben, sie ist überaus faszinierend. Die Details, die Handwerkskunst, nahezu perfekt in der Ausführung. Ein wahrhaft großartiges Beispiel für eine Da'at Yichud-Konstruktion. Wenn ich in Carolines Nähe bin, kann ich kaum wegsehen. Ja, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert gebaut. Der genaue Zeitpunkt lässt sich schwerlich bestimmen. Als ich klein war, hörte ich in den Geschichten der Älteren davon. Selbst ein Tollpatsch könnte mit ihr zum besten Athleten der Welt werden. Die Ingenieure haben verschlüsselte Nachrichten im Inneren des Anzugs hinterlassen, die ich bereits versucht habe zu entschlüsseln, bislang ohne Erfolg. Naja, ich werde mich ihnen irgendwann wieder zuwenden, wenn ich Zeit habe. Okay, ein paar Informationen zu unserem, also ehemals Caroline Superanzug. Wir haben gefunden, ein Concept Art. Ein Torpedoraum.
Ja. So, Nitroglycerin. Ah, Moment. Hammerfaust Innenbereich und die haben wir denn hier gefunden? Ah, hier haben wir mehrere Bilder. Ah, cool. Schlafkajüten. Nochmal eine persönliche Kajüte. Sind wir hier gerade im Labor? Ist das das? Ne, hier sind wir gerade. Das ist das Labor. Das ist ein weiteres Bild vom Innenleben. So. Jetzt mal noch was zu lesen. Wollte es vorgelesen haben? Gut, okay. Zur Stimmung. Sets Notiz. Ich bin fasziniert von dem Tank, den Caroline aus der Basis in Paris sicherstellen konnte. Sie arbeiten offenbar an einem neuen Typ von Maschinensoldat, der ausschließlich für den Kampf gezüchtet wird. Er hat eindeutig organische Eigenschaften, ist aber viel stärker und widerstandsfähiger. Biologisch, aber dennoch künstlich hergestellt. Es handelt sich dabei nicht um einen Erwachsenen mit veränderter Physiologie, sondern um etwas vollkommen anderes. Ich habe die Flüssigkeit zum Konservieren des Körpers erkannt, basiert auf einer alten Da-Dihu-Technologie. Ich erinnere mich, dass ich als Kind mit etwas Ähnlichem experimentiert habe, um Frösche und dicke Käfer zu konservieren. Es war jedoch nicht so weit entwickelt. Diese hier hat den Zersetzungsprozess von Junas Körper im anderen Tank, den wir im Lager aufbewahren, vollständig ausgesetzt und hält sie in einer Art Koma. Caroline möchte, dass ich sie alleine lasse. Ich werde der Bitte natürlich nachkommen, allerdings habe ich keine Hoffnung. Das Mädchen ist hirntot. Okay, erfahren wir was über Experimente. Ich finde das halt irgendwie spannend, auch mal drumherum immer zu erkunden. Da sind viele Details versteckt, da erfährt man mehr über die Story, über die Personen, wie jetzt hier zum Beispiel. Hier werden wir bestimmt auch wieder was entdecken können. Als Fergus, der nun einen vollständig mechanischen Arzt hat. Hey, könnt ihr zwei Idioten euch vielleicht woanders unterhalten, damit ich in Ruhe pennen kann? Ja, tut uns leid, Wing Commander. Wir räumen wann anders auf. Ei, verpisst euch einfach. Gute Stimmung im Krankenflügel. Wie fühlt sich Ihr Kopf an, Mr. Stubbins? Gute und schlechte Tage, Irina. Wenn ich meine Pillen nehme, bekomme ich garstige Kopfschmerzen. Was passiert, Mr. Stubbins, wenn Sie sie nicht nehmen? Dann würde ich in einen psychotisch-paranoiden Zustand verfallen. Meine Freunde wären meine Feinde und ich wäre eine Gefahr für mich selbst und meine Umgebung. Ich könnte mich gezwungen sehen, stundenlang wirres und unverständliches... Dann nimm mal weiter deine Pillen. Wir haben jetzt einen Auftrag. Wir haben uns genug umgeschaut. Ihr seid sicher schon ungeduldig, wie es weitergeht. Und... dann sprechen wir hier mal mit Seth. Oder haben wir noch was? Haben wir eine Karte? Okay, haben wir uns die Karte noch gegönnt? Haben wir uns noch gegönnt? Noch ein Concept Art. Der Schiffskern, vermute ich einfach mal. Elektromagnetisch, Kontrollzentrum. Ah, das ist nicht das U-Boot, das ist, glaube ich, hier... Der. Ja, ihr wisst schon Bescheid. Der Fair. Komm nicht drauf. Moment. Will ich aber wissen. Der Ausmerzer war das. Okay. Jetzt haben wir wirklich alles hier abgegrast. Zumindest hier im näheren Umfeld. Und jetzt sprechen wir endlich mit Seth. Oh nein, wir haben nicht alles abgegrast. Carolines Notiz. Sorry. Seth, auf Ihre Anfrage hin. Meine Liste mit möglichen Aufenthaltsorten des Widerstands. Manhattan. Der Ort mag eine radioaktive Wüste sein. Aber die von Yuna in Paris abgefangenen Informationen besagen, dass das Regime in dem Bereich Verluste erlitten hat. Was mit der Anwesenheit von Widerstandsgruppen erklärt werden kann. Wo? In Z-Schrift. Sie müssen sich in höher liegenden Bereichen verstecken, um die Strahlung in Bodennähe zu vermeiden. Werde nachforschen. New Orleans. Der Name Horton taucht wiederholt in Regimeinformationen in Paris auf. Wir wissen, dass NO, also New Orleans, eine Zone ist, in der das Regime amerikanische Dissidenten und andere unliebsame Elemente ihrer Gesellschaft festhält. Dimitri, Jonas Freund aus dem Pariser Widerstand, hatte einen Verwandten, der zum Widerstand in New Orleans gehören könnte. Appalachen. Darüber ist uns nicht viel bekannt. Das Regime hat mehrere potenzielle Mitglieder des Widerstands in diesem Bereich festgenommen, aber nichts gefunden.
Was es dort Gruppen geben sollte, sind sie möglicherweise gerade inaktiv. Wenn es uns gelingt, eine Revolution in Amerika zu starten, werden sie vielleicht aufwachen und sich uns anschließen. Soweit mein Informationsstand. Genauere Einzelheiten sind natürlich aus den Informationen ersichtlich, die Yuna mir beschafft hat. Statten Sie mir einen Besuch ab, wenn Sie mehr wissen möchten. Caroline. Und ja, dazu wird es leider niemals kommen. Also wirklich das Letzte jetzt. Das ist ja, man wird ja regelrecht überschwemmt und ich rede mir hier den Mund fusselig. Aber das bekommt natürlich an Zeit gut geschrieben. Ich mache die Folge einfach eine halbe Stunde statt 20 Minuten. Alles gut. Letztes Tagebuch, 5. April. Was für ein schöner Tag. Die Leute haben mir allerlei Fragen über die Dat Yihud gestellt. Sie versuchen zu verstehen, das sehe ich ein. Aber es ist so für sie nicht leicht. Ich muss mit ihnen wie mit Kindern reden, das Komplexe, Esoterische auslassen. Die Dat Yihud sind eine uralte, mystische Organisation. Wir bestehen länger als die großen Weltreligionen. Wir sind Denker, setzen Mathematik ein und bauen Gerätschaften, um in Verbindung mit Gott zu treten. Sowas in der Art. Ich wurde als kleiner Junge eingeschworen. Und auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten, die Dat Yihud wirklich zu verstehen. Nein, wir wollen nicht die Welt kontrollieren. Nein, wir wollen nicht den Planeten mit überlegener Technologie zerstören. Ja, die Dat Yihud sind jedem gegenüber offen, der neugierig ist und Gott erreichen möchte. Aber warum waren sie nicht Uhrmacher, Herr Roth? Nein, ja, manchmal. Der Uhrmacher war vor langer Zeit meine Tarnung, vor dem Krieg. Tja, nun... Vielleicht verstehen sie doch alles. Irgendwann. Jetzt lockt mich der Schlaf. Dem werde ich mich ergeben. Ihr habt ihr gerade unten gesehen. Erstmal haben wir viel über die Dat Yihud und Seth erfahren. Jetzt ist auch wirklich mehr als genug. Oh nein. Oh nein. Ja, jetzt reicht's. Also jetzt ist wirklich hier erstmal vorbei. Das lese ich irgendwann mal anders vor. Also das ist ja wirklich pervers. Ich habe gerade gesehen, Mafia 2 ist fertig. Ich habe es uns gekauft, zusammen hier. Startet sehr bald. Von jetziger Sicht aus wenige Tage. Jetzt reden wir mit Seth und nichts mehr wird gelesen. Nein, 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 nein! Was zur Hölle ist das da? Tja, was das ist, Riese, was das ist der Körper eines toten Kopfaffen und der Kopf meiner geliebten Siam Katze Shoshana. Schauen Sie, der Riese wird dir nichts tun, er ist ein guter Junge. Ich habe Shoshana beim Rattenjagen im Reaktorraum gefunden, als wir das U-Boot eroberten. Ein paar Monate später lag sie mit Darmkrebs im Sterben, als ich diesen praktisch hirntoten Affen fand, der auf einer Sprengkapsel rumkaute. Tun Sie mir einen Gefallen, Herr Blazkowicz. Nehmen Sie die Axt runter. Sie machen mich nervös. Das ist nicht nur mein Lieblingstier, sondern wahrscheinlich auch meine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. Ja, du bist bedeutend. Hast du Hunger? Hier ein Fisch. Also, für eine speziesübergreifende Kopftransplantation muss man A, die Wirbelsäulen verbinden, sie ist okay. B, vollkommen unterschiedliche Biosysteme in Einklang bringen, Atemwege und Blutkreislauf. Okay, verstanden. Sparen Sie sich das Wissenschaftsblabla. Was tue ich hier? Quake wie eine Ente. Sie hatten einen langen Tag und es tut mir leid. Mal sehen. Brauchen Sie ein Schlafmittel, Junge? Nein. Nein, ich brauche nur eine Aufgabe. Ablenkung. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Jeder trauert auf seine Weise. Aber ich habe die perfekte Ablenkung für Sie. Vor ein paar Tagen bat Anja mich, eine Schießanlage für die Kämpfe an Bord zu bauen. Sie ist fast fertig. Aber ich habe mit einer alten Drohne für Zielübungen experimentiert, als dieses verdammte Ding plötzlich total durchgedreht ist und dachte, es könnte einen auf Heiler machen. Also habe ich es da eingesperrt. Könnten Sie vielleicht da reingehen und es zerstören? Und probieren Sie auch die Schießanlage aus, mal sehen, wie sie Ihnen gefällt. Berichten Sie mir später davon, okay? Okay, ich schaue es mir an. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das war ja ein abgefahrenes Viech. Ein Äffchen mit dem Katzenkopf. Abgefahren, echt. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Also, schalte die Drohne aus. Eine Regimedrohne ist in der Schießanlage außer Rand und Band geraten. Seth möchte, dass ich sie ausschalte. Okay, dazu müssen wir wissen, wo die Drohne ist. Okay, die Schießanlage ist hier Shooting Range. Oh
Manchmal sind Dinge einfach so einfach. Dann treten wir mal ein. Vielleicht ich trouble mit der Regime. Okay. Okay, die ist ein bisschen hartnäckig. Die hat Bock. Verbesserungskit. Können unsere Waffe verbessern. Dann können wir die für alle verwenden. Was passiert denn, wenn... wir die verbessern? Oder können wir die... Kann ich die verbessern? Oder kann ich das dann... Ah, hier, Scharfschützenziel von Rohr, Panzer brechen oder ein Doppelmagazin? Also meine Lieblingswaffe kann ich... Doch, mein Laserkraftwerk kann ich auch verbessern. Nice. Zielfernrohr. Verbesserung der Kapazität. Das ist die Superladung. Wir nehmen auf jeden Fall die Batterieverbesserung. Yep. So, wie viel Ladung haben wir denn jetzt? Ich muss ja leider im Bildschirmmodus... Wir haben die doppelte Kapazität. Das hat sich ja mal brutal gelohnt. Nice. Nehmen wir noch ein bisschen Stoff mit. Haben wir hier Top Ranks. Kushana 1. Na, nicht so stark. Ich muss hier im Bildschirmmodus aufnehmen, weil das Spiel irgendwie sonst zicken macht. Weiß auch nicht warum. Darum seht ihr nämlich dieses ganze Steam-Overlay, glaube ich, ein bisschen gerade. Ist auch egal. Nichts Schlimmes. Gut, also wir haben hier keine Batterieladestation, deswegen müssen wir mit den 10 Schuss auskommen. Dieses Ding. Was ist das? Ha! Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Können wir die looten? Kriegen wir da irgendwas für? Vielleicht mal hingehen zum erlegten Feind. Das war ja absolut gar nichts. Ich bin wirklich maßlos enttäuscht von diesem Ding. Wir schauen hier noch rein. Was haben wir denn hier? Nehmen wir hier mal eine andere Waffe für. Ach, das ist hier nur so eine Übung. Ach. Ich dachte, hier gibt es irgendwie einen nice Loot. Ach, das ist so... Ah, das ist ein Parkour jetzt. Ja, die Lichter gehen daneben aus. Bla, bla, bla. Oh nee, da will ich jetzt eigentlich nicht... Oh nein, 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 nein. Ich will jetzt eigentlich nicht den riesen Parkour laufen. Ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Wie geht's wieder raus? Geht's wieder raus? Jawohl, sehr gut. Exzellent. Das wird zu einem richtig brachialen Sprint an. Der Anzug gibt uns eben eine heftige Power. Ah. Ah. Guten Tag. Hallo. Hallo, Captain. Nicht aufgeben. Es gibt noch viel zu tun. Nö, du, hab ich auch nicht vor. Alles cool. Hi, Captain. Ja, ja. Nerv mal nicht. Let's Lab. Hier sind wir wieder. Wie war meine Schießanlage? Richtig genial war sie. Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben's einfach drauf. Herr Blazkowicz, Ihre Frau Anya? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, 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 ja. Anya hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Ah. Ui. Kennen Sie die Käfer, Herr Seth? Hast du mich schon mal gefragt, Nuki? Hin. Also hier raus, einmal dieses Deck durchqueren. Dann sind wir auch schon fast da. Jetzt ein schönes Zuhause für uns, Caroline. Oder? Voll. Sie lagen immer richtig. Richtig cool gemacht. Also extrem detailreich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben ein Enigma-Terminal. Irene Engel. Unsere Erzfeindin, Rang General, Alter 56, Dienstjahre 29, Größe 1,65 Meter, Gewicht 62 Kilo, Blutgruppe 0 negativ, Ehegatte keiner Kinder, 5 männlich, 1 weiblich, wow, war ganz schön fleißig. Bedeutende Leistung, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe in Berlin, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe Germaniens, leitete von 1948 bis 1960 als Lagerkommandantin das Lager Selo, hat im Februar 1960 die Wiesenau-Terrorzelle in Berlin gefasst. Unsympathisches Weibstück. Aber ich glaube, irgendwann werden wir auch sie noch
abgefasst kriegen und dann... Nun ja, dann gnadet ihr Gott, wie man so schön sagt. Wie kommen wir hier denn rein? Ich möchte gerne ins Enigma-Terminal, da können wir bestimmt diese Goodies einlösen oder irgendwas dafür bekommen. Ich liebe es, Geschenke zu bekommen, habe ich dir schon mal erwähnt. Ich möchte Dinge gratis bekommen, bitte. Oh, ein Pflänzchen, sehr schön. Aber jetzt reden wir erstmal mit Anja. Frauen lässt man bekanntlich nicht warten, vor allem wenn sie eigenen sind. Und klack uns deinen Leid, Schnucki. Wobei, lass erstmal sehen, was du hier so hast. Oh, was zu lesen. Oh. Wollt ihr? Ja? Carolines Tagebuch. Nachdem BJ General Straße getötet hatte, also sind wir Billy Blazkowicz getötet hatte und die Gefangenen befreit hatte, war die Forschungsabteilung des Regimes lahmgelegt. Es hat ihre Fortschritte in der Technologieforschung verlangsamt. Falls er aufwachen sollte, werde ich ihn immer wieder daran erinnern, dass wir ihm auf ewig dankbar sein werden. Das Regime ist demoralisiert, gedemütigt. Aber das genügt nicht. Wir brauchen mehr. Die Pariser Mission war in gewisser Hinsicht ein Erfolg. Es war der erste Schritt, mit dem wir an Boden gewonnen haben, um es global mit dem Regime aufnehmen zu können. Ich wünschte bloß, dass ich Yuna irgendwie helfen könnte. In den letzten Tagen ist der Ausmerzer beunruhigend nahegekommen. Ich muss mit Seth darüber sprechen. Caroline. Noch was? Das hier. Haben wir uns auch. Yunas Postkarte. Caroline. Also erstmal Paris. Ein schöner Tag im befreiten Paris. Zeppeline am Himmel. Der Eiffelturm. Die Sonne scheint. Schön. Irgendwelche Geräusche aus den Katakomben haben mich aufgeweckt. Du redest im Schlaf, wusstest du das? Ich konnte es nicht verstehen, aber es klang lustig. Ich stecke diese Karte, die ich gefunden habe, in deinen Anzug und hoffe, dass du sie erst viel später finden wirst. Ich wollte mich bei dir für alles bedanken. Egal was geschehen wird, sie können uns nicht aufhalten. Yuna, auf der Postkarte sind keine Briefmarken. Ja, wie auch, wenn sie ihr die in den Anzug gesteckt hat. Also jetzt nun zu Anja, sorry Lady. Hä? Die mag uns nicht mehr. Doch jetzt. Oh, William, ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Kannst du für mich mal nach Fergus sehen? Er ist nach der Operation wieder auf den Beinen und sollte mir Nitroglycerin aus dem Munitionslager holen, ist aber noch nicht zurück. Such ihn dort, neben der Schießanlage. Wir müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben New York fast erreicht. Wir werden hier nur von A nach B geschickt. Wir haben doch Fergus gerade im Krankenlazarett gesehen. Und bin jetzt total bescheuert? Jetzt hier lang, einmal hier durch und dann geradeaus. Haben wir doch gerade eben gesehen, oder nicht? Ich soll hier beibringen, dass ich Ihnen bald folge, Carolina. Dass sie zusehen muss, wie ich dahin sicher. Aber vielleicht weiß sie es ja schon. So wie ich. Gut. Dann betreten wir mal das Munitionslager und beenden den aktuellen Level. Alles klar, Fergus? Wie geht's dem Arm? Bitte. Bitte helfen Sie mir. Was ist mit Ihrem Gesicht? Ich glaube, das Teil will mich umbringen. Blazko. Sind Sie schon mal friedlich eingeschlafen und brutal von Ihrer Armprothese geweckt worden, die Ihnen das Auge ausstechen wollte? Musste sie ausschalten. Ist das normal? Was sagt Z dazu? Irgendwas von Lernkurve und so einem Scheiß. Dass ich lernen muss, ihr zu vertrauen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, sie in nächster Zeit beim Pissen zu benutzen. Vielleicht ist es wie bei der Ausbildung eines Jagdhunds. Wenn sie Schwäche zeigen, schlägt sie zu. Zeigen sie dem Ding, wo es lang geht. Gut, gut. Halten Sie sich bereit und greifen Sie ein, falls es so aussieht, dass ich gleich draufgehe. Also, na los. Ja, genau so. Gut gemacht. Verdammt, du Scheißverräter, aufhören! Sofort aufhören! Fick doch mal! Ah, jetzt hab ich dich! Okay, alles in Ordnung. Ganz ruhig. Geht doch. So ist's gut. Ist denn
Alles in Ordnung, Commander? Oh ja. Ja, alles unter Kontrolle. Mir geht's gut. Okay. Zentrale in 5. Ich habe Carolines Notizen gelesen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Seth, ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Auf jeden Fall. Gut. Wir können aber nicht einfach mit unseren Regime-Hubschraubern dorthin fliegen, sonst schießen sie uns ab. Können wir nicht Kontakt aufnehmen, damit sie wissen, dass wir in Frieden kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Verdammt. Dann müssen wir ihm wohl zu Fuß begegnen. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Ja, Anja, gut. Hier, diese Rüstung schützt vor Radioaktivität. Packen Sie's an, Blasco. Oder sind Sie zu schwach und nutzlos geworden? Ich wollte schon immer zum Big Apple. Wunderbar. Bombarde, bringen Sie ihn hin. Kein Problem, Wing Commander. Kann ich behilflich sein? Ich weiß nicht. Können Sie? 5 Grad Backbord und dann weiter, geradeaus. Sie haben's drauf, Mädel. Hey, Großer. Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung, ich bin aus Texas. Großer Gott. Da haben wir also einen neuen Auftrag. Und der lautet Manhattan. Und wir sind jetzt bei über 32 Minuten. Also gab einen dicken Bonus für das Video vorlesen. Da fahren unsere Freunde wieder weg. Und zufällig gibt es auch kein Zurück mehr. Na gut, die Richtung ist wohl eindeutig. Genauso wie das Ende der Folge jetzt. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey!